Come on. Da bin ich wieder hinter dir. Hier, friss Schotter. So, jetzt gib mir mein Zeug, du Arsch. Ja, ich geb dir deinen Scheiß. Also fangen wir mit dem Wichtigen an. Ein Pfeil, ne? Ein Pfeil hattest du, ne? Knochenmehl, die kaputten Schuhe. Das kriegst du alles noch zurück, du. Kriegst alles ich glaub, zurück. Den Bogen behalte ich. Nee, hier, du kriegst hier die kaputte Pickaxe ist noch dir. Pickaxe, verstehst du? Pickaxe! Oh, ey. Das ist meine Gegend hier. Ich mache hier die Schweinewitze, ja? Das ist mein Gebiet. Warte, ich zieh mal mein Badass-Schweißerhelm auf. Nimm mal deinen Scheiß hier mit. Das ist Müll, jetzt sei ruhig. Dann wein auch nicht rum, wenn du das alles verlierst. Also. So, jetzt lass uns hier runtergehen. Ich suche jetzt Diamanten. Oder was waren wir denn überhaupt? Wir suchen Obsidian. Also lass mich das. Komm mal hier hoch. Wir machen jetzt eine Einsatzbesprechung. Nein. Du haust mich nur wieder. Ja, das stimmt. Ich bin jetzt mir ist beleidigt. Ja, ich merk's. Wie so eine kleine Sau. Pussy, wollte ich sagen. Sau bist du eh. So, Pussy, hör zu. Wir brauchen Obsidian. Und ich bin der mit der Diamond Pickaxe. Das heißt, du gehst dir die ganze Gefahr antun und über die Lava spazieren. Und sobald du sagst, jo, es sieht gut aus, ist sicher, komm ich und hau die da weg. Gut? Klingt gut, ne? Weil... Ich hatte übrigens noch Fackeln, aber die habe ich jetzt auch nicht mehr, weil du die mir weggenommen hast. Ja, komm her. So sind wir ja nicht. Also hier, komm. Hier hast du Fackeln. Mann. So sind wir ja nicht hier. Ich glaube, wir sind nicht tief genug für Incorporated. Wir müssen noch ein Stück. Wo hattest du die Diamonds gefunden? War das die Ebene hier? Ja, ungefähr hier. Am besten ist natürlich, ist ja klar, wir brauchen Lavasee. Oh, das nehme ich mal das mit. Ist ja ein bisschen das hier. Rubin. Zeig. Hier unten, wir müssen halt tiefer. Warte, ich nehm erstmal den Rubin hier mit. Das wäre Verschwendung, den hier liegen zu lassen. So, hier ist ein Lavasee, aber du hast jetzt keinen Wassereimer. Bei die Schweine. Ne? Aber das ist ja kein Problem. Moment, hier ist Wasser. In welche Richtung ging das nochmal? Was müsste man auf was hauen? Oh, okay, I see. Wir haben doch oben Ding. Oh, das ist mir ein bisschen zu gefährlich hier, warte. Ich will jetzt nicht unsere gute Diamond Pickaxe. Aber wir müssen doch. Oh Mist, der Server steht nicht mehr auf Peaceful. Ja, ach was, siehst du? Ist ja kein Kindergarten. Guck mal, ich hab dir einen Schutz gebaut hinter dir, so, dass du nicht sterben kannst. Guck, hast du nicht gesehen hier? Hab ich gut gemacht. Ich hab hinter dir aufgeräumt. Hier, Redstone können wir auch mal mitnehmen. Alles mitnehmen. Ich baue nachher... Ich hasse Wasser. Jeder hasst Wasser in Minecraft. Ich baue nachher Wasser. Eine Wünschelroute. Dann können die Leute auch mal sehen, wie man die benutzt. Ja, das ist eigentlich ganz sinnvoll. Wir brauchen die sowieso dann später, wenn wir unseren Quarry errichten. Dann möchte ich auf jeden Fall erstmal gucken, irgend so ein Gebiet, wo... Also es macht dir nur ein Feld breit, oder? Was machst du denn da? Sorry. Was macht es? Es macht dir nur ein Feld breit, sucht die Wünschelroute nur, ne? Nein, die sucht 3 mal 3, also 3 breit, 3 hoch und bis zu 64 tief. Die höchste Stufe oder jede Wünschelroute sozusagen? Die Wünschelroute-Levels sind nur, wie tief die suchen Uran. Können. Nice. Okay, aber warte das mal. Ist, also zumindest zeigt die quasi den Gesamt-EMC-Wert an, nach unten eine gewisse Anzahl und 3x3 Blocks weit. Und dann kann man diesen Quarry eben planen, so ein bisschen. Das ist gar nicht so blöd, weil dann gräbt man da nicht einfach nur Erde raus und das, so, das wäre irgendwie das scheiße. Das Ding, du pointest damit auf einen Block. Also die Leute, du kannst es jetzt nicht sehen, aber die Leute können es auf dem Video sehen. Wenn ich jetzt hier in die Mitte zeige mit der Wünschelroute in der Hand und dann klicke, dann sucht die nach unten, stark nach unten, 64 Felder tief und alles 3x3 quer, also 3 Felder quer. Hier, also Kollege, ist so ein lass uns das mal so machen. Ich glaube, das ist klüger, weißt du, hier anstatt Obsidian zu suchen. Unterbrich mich nicht, wenn ich eine Lecture halte. Eine Lecture? Komm mal hoch hier, Professor Schwein. Weißt du, was wir machen? Wir holen uns jetzt einfach einen Eimer oben, machen wir uns aus unserem Eisen und machen uns einfach das Obsidian. Hätte man auch früher. Hätte man. Ich möchte mal festhalten an dieser Stelle, dass Simon mir nicht geglaubt hat, dass man aus Wasser und Lava Obsidian machen kann. Ja, ich dachte, das gibt ein Kabel. Oh Gott, fuck you, Skelett. Ich kann übrigens. Geh in das Loch da ein. Wo bist du denn eigentlich schon wieder hin? Komm mal her. Schwein. Komm mal her. Don't see you. Komm mal her. Ich will raus. Komm mal her. Komm mal her.
Ja, ist ja gut. Hör doch einmal in deinem armseligen, miserablen Leben auf jemanden, der Ahnung hat. Auf ein Schwein. Ja, kannst du mal sehen, wie miserabel dein Leben ist. Du hast Ahnung von Trüffeln. Und Obsidian und Diamanten. Mama Licht. Ja, bleib mal da stehen. So, jetzt genau sei da. Vorsichtig, darunter könnte Lava sein. Tatsächlich, Dr. Schlauschwein. Merkt euch das, Kinder. Kein Wort des Dankes. Fuck. Dann noch zu dem Lava abzubauen. Lava drunter. Schnauze, ich mach das jetzt hier. Geh mal da weg. So, oh, das hier ist gut. Kannst du... Der ist safe. Der Block ist safe. Safe. Ich mach das jetzt hier Stück für Stück. Mach mal Fackeln und so. Ist ziemlich dunkel. Und wenn du schon mal dabei bist, kannst du auch noch ein bisschen Luft in meine Richtung wedeln. Ist anstrengend. Na, da, ich wedel dir gleich was anderes. Ja, dein Ringelschwänzchen wählst du immer gerne. Im Kreis. Hubschrauber-Einsatz. Halt, Lava. Halt, Stopp. Jetzt meine ich. War der schlecht. Ja, schon ziemlich. Der ist irgendwie echt schlimm. Ausgelutscht. Ja, der Typ ist, der war schon vorher ausgelutscht, der Typ, aber... Aber der... Ja, physikalisch. Ja. Und geistig. Ach, das hat ja lang gedauert. So ein Spätzünder. Ja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, ausgelutscht. Ausgelutscht? Der Drops ist gelutscht, Junge. Wir brauchen für Nettator 4... Wie hoch muss das sein, mindestens? Wie hoch muss das mindestens sein? 3. Aber Doktor, du kannst, Dr. Schweining. 6. Berechne das mal. 10 sind es, glaube ich. 10, ansonsten 12. Laut oder deiner Kalkulation? Es sind. Ja, mach's noch kaputt. Du kannst übrigens, wenn du ganz schlau bist. So wie du. Ich mach oder, das. Hier oder schon. Mach mal. Warte mal. Es klappt alles. Ist alles gut. Ganz gut. Nein, durch. Nix ist gut. Ich hab das hier unter Kontrolle. Du hast extra das Wasser hier, um das leiten zu können. Sei ganz ruhig, ich schaffe es schon. Alles ist gut. Alles ist gut, Doktor. Als dein Anwalt rate ich dir, die Schnauze zu halten. Warte, ich mach mal ein praktisches Modell. Portalmodell. Ein Modell. Ei, du kannst ja die Ecken kannst du ja freilassen. 1, 2, 3, 4, 5, 10 sind's, ja. 1, 2, 3, 10. Ja. Vorschule hast du übersprungen, wa? Gibt keine Schweinevorschule. Ja, ihr habt ja auch nur 2 Finger. Oh, shit, Lava. Das mit Fingern zählen halt scheiße, ne? Wo ist Lava? Achtung, Schwein. Du stehst auf dem Block, den ich abbaue. Mit deinem Schweine... Pech für den Block. Schweinekörper. Pech für den Block. Ist jetzt mein Block. Hier schlaf ich. Hast du Essen mitgebracht? Nee, hast du wahrscheinlich auch vergessen. Ja, klar habe ich Essen mitgebracht. Aber ich habe auch vorher gegessen, weil ich nicht so doof bin wie du. Halt, Lava. Siehst du, das kann man ja vorher nicht wissen. Nein, überhaupt nicht. Nee, wo kann man auch. Wo fließt die denn hin? Warte mal jetzt. Hier, da ist ganz schön tief. Nee, das muss weg. Und hier muss drunter. Und hier hin. Und dann ist halt alles... Alles in Butter. Ich habe schon 10 Obsidian. Wir brauchen für den Kondenser... Guck mal gerade Rezept nach. Kann gar nicht. Bin beschäftigt. Kondenserrezept. Außerdem gibt mir das Wasser auf den Sack. Oh, ich mach das jetzt Das weg. Ist nur zu deiner Sicherheit. Wir brauchen 4 Obsidian. Zu deiner Sicherheit. Ich krieg das hier schon alleine hin. Warte, Moment. Wie viel Obsidian? 4. Oh, Dr. Schwein. Mach mal nicht den Source-Block weg. Der könnte Schnauze. Noch wichtig sein. Ja, ja. Halt deine Schweineschnauze. Ich gehe in der Zeit was Sinnvolles machen. Ja, bitte. Bitte mach einfach was anderes. Alter. Willst du schon mal Obsidian haben und ein Nether-Portal bauen? Was wollen wir denn im Nether? Eine Glowstone, weil Glowstone, hab ich doch schon so oft gesagt, hat sau viel EMC. Wir brauchen den EMC. Ja. Aber unser erstes Ziel ist eigentlich ein Quarry zu machen, würde ich sagen. Das ist am klügsten. Die Leute wollen was sehen, was sie noch nicht gesehen haben. Da ist ein Quarry besser. Aber ja, ich kann. Gib mir mal deinen Scheiß, weil du gehst eh gleich, du fällst in die Lava und stirbst und dann ist alles weg. Warte mal jetzt, bin beschäftigt. Ich muss sowieso was essen.
Warum bewirfst du mich mit deinem Puder? Hör auf, ich hau dich mit dem Fisch. Hör auf, so. Hier, nimm den Scheiß. Nimm dat. Nimm dat. Nimm dat. Und wehe, du stirbst. Wehe, du stirbst. Oh, tu. Oh Gott. Wenn du stirbst, dann bring ich dich danach noch dreimal um, mindestens. Hier ist auch nochmal Lava. Hier könnte man auch nochmal auf City anfahren. Du, fang bitte nicht so an, wo ich gesagt habe, bitte stirb nicht und dann, oh, hier ist auch nochmal Lava. Ich hätte eine geringere Chance zu sterben, wenn ein gewisser jemand mich nicht ständig hauen würde. Wenn was hauen? Ich hau dich doch dauernd. Ich hau dich nur, wenn es verdient. Ich hau dich doch dauernd. Ja, ach nee. Ja. Wie finde ich den jetzt hier überhaupt? Auch noch mehr hauen, wenn das hilft. Also, Gottverdammt, netter fucking Homo. Wie viel brauchen wir für einen Kondenser? Brauchen wir, wie viel hast du gesagt? Vier. Und hier unten ja, ist auch nochmal Obsidian. Und ich nehme einfach alles mit, weil Obsidianrohre, ich hatte ja gesagt, Rohre haben unterschiedliche Eigenschaften. Obsidianrohre sind so Saugrohre, die kannst du quasi, ohne die an andere Rohre anzuschließen, also dass die so ins Leere hängen. Ja, hier ist ein ganzes Feld Obsidian, wir haben also genug. Können uns und, auch später unser eigenes gießen. Dann saugen die sozusagen. Das ist das Ding, was die machen. Die saugen Blöcke, die du hinschmeißt, ein. Und das kann nämlich helfen eben, das war, was ich am Anfang gezeigt habe, mein Rücklauf sozusagen. Wenn du ein Rohrsystem baust und der Sachen zum Beispiel in Macerator reinleitet, aber der ist jetzt schon voll, ne? Da ist schon ein anderes Erz drin und so, das steckt dann ja nicht auf das Erz drauf. Und dann kann das Rohr überlaufen, das fällt dann einfach wie so Blöcke, die du hinwirfst mit Q, fällt es einfach so in die Gegend. Und was man dann eben machen kann, ist so ein Obsidianrohr zu verwenden und das saugt es dann einfach ein. Das ist total praktisch. Das ist eigentlich eine der coolsten Sachen so. Damit bist du dann sicher, dass halt nichts verloren geht, wenn du das Ding... Du willst ja im Endeffekt willst es ja so haben, dass alles automatisch läuft, weißt du, dass du da gar nicht nachgucken musst. Das ist ja die optimale Maschine. Du haust die quasi an. Es ist Jesus. Nacht. Scheiße. Jetzt muss ich... Echt? Ja, und ich habe nur noch eine halbe Haxe an Leben. Also an... eine halbe Haxe an Leben. An Nahrung. Du machst mehr Schweinewitze als ich. Bin oh stolz Gott, auf dich. Hier stehen drei... Oh Gott. Eine halbe Haxe. Oh, Tür zu. Oh. Ah, ich find's gut. Ja. So, und es ist natürlich nichts da. Ist nicht mein Problem. Ich hab dafür gesorgt, dass ich Futter hab. Ja? Du scheiß Kapitalist. Du Kapitalistenschwein. Ich muss vergammeltes Fleisch essen wegen dir. Du Sozialistenschwein. Schmeckt wie Soljanka. Schmeckt wie Hühnchen. Da weiß jemand nicht, was Soljanka ist. Wenn ich jemand weiß, was Soljanka ist, dann schreibt uns einen Kommentar und klärt Simon auf. Es ist bestimmt irgendwas abgepacktes, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Obwohl, naja. Klingt irgendwie osteuropäisch oder so. Ja klar, klingt total osteuropäisch. Halt, Creeper! Nein, nein, nein! Creeper! Nein, nein! Creeper, wie geht's denn hier raus? Tja. Oh, du musst die unchargen, weißt du, was ich meine? Ah, geil, da kannst du die total... Sparta! So, und der Zombie hier ist auch kein Problem. Übrigens... Deine Dating-Tipps für im Club interessieren ja niemanden, Simon. Du musst die unchargen und Sparta rufen. Auf und Dancefloor! Und ganz laut Mama Mama rufen. Ja, ist ganz wichtig. Ja. Warum sammelst du so eine Scheiße wie Blümchen? Das. Hä? Was ist mit Blümchen? Hier sind Blumen in der Kiste und Simon, ich wollte dir vielleicht einen Blumenstrauß schenken und so, aber nein, wenn das nicht gut genug ist für den feinen Herr, dann halt nicht. Behalte ich den halt für mich selber. Fein. Draußen ist alles voll mit... Alter, ich wüsste einfach mal gern, wie ich hier rauskomme. Was ist das denn hier? Wir müssen hier mal Schilder aufstellen. Du hast, oder so. Wir müssen normalerweise. Jesus. Normalerweise. Oh, ich kann den Ausgang sehen. Okay. Na gut. Ah, einfach nur wegen meinem guten Orientierungssinn. Bestimmt. Du musst gucken, wo. Weil ich so gut aussehe, wahrscheinlich. Wo du. Der Weg hat mich gefunden. Die Höhle hat dich ausgekotzt, weil sie dich nicht mehr ertragen konnte. Zombie mit Helm. Übrigens, es gibt, das finde ich ein bisschen schade.
diese Maw-Creatures oder wie das heißt, also dass die random Skins haben, dass die zufällig irgendwie anders aussehen, die Zombies zum Beispiel keine Schädeldecke haben oder so. Da gibt es aber welche, die ganz ohne Kopf sind oder ohne Arm, hatte ich ja erzählt, nur die sehe ich seltsamerweise nur, wenn ich Take It im Singleplayer spiele. Was machst du denn da? Klickst da rum, als ob ein Leben davon abhängen würde. Vielleicht. Willst du mir irgendwas beichten? Hast du irgendwas kaputt gemacht? Noch nicht. Ja, ich mache jetzt einen Dreckaufzug, so wie du, aber ich guck erst nach oben, ob da ein Creeper am Rand steht. Ach, sei still. Ah, Jens, als ich das Video gesehen habe, ich musste so lachen, es war so gut. Du warst gleichzeitig derjenige, der uns die Bude in die Luft gesprengt hat. Also erzähl mir nichts von Creeper-Verteidigung. Ich habe aber auch alles wieder hingebogen, ja, und du hast einfach genau dasselbe nochmal gemacht. Ich gehe einfach und lösche den Server das nächste Mal, so, was hast du davon? Ach, dann nehme ich den Ball und gehe nach Hause. Ich nehme den und gehe nach Hause. Ich bin nämlich beleidigt. Ein kleines Mädchen. Wo hättest du denn gerne das Nether-Portal? Kleines Schweinemädchen. Verpiss dich, Creeper. Verpiss dich, hab ich gesagt. Wo hättest du denn gerne das Nether-Portal? Alter, hier alles voll mit Enderman. Ja. Ich... willst du das hier bauen? Das ist zu nah am Haus, würde ich sagen. Da hören wir die ganze Zeit das... Warte mal. Das macht doch gar keinen... Das macht doch eigentlich keinen... Das Enderportal macht total fiese Geräusche, so wie du nachts. Warte mal, das Enderportal ist was anderes als das Obsidian. Das ist das, du weißt auch, das Netherportal meine ich doch. Aber warum willst du es sonst hinbauen? Hier auf die ja, Insel da Stück, hinten oder was? Oder? Ja, nee, das ist schon zu extrem. Aber noch ein Stück weiter nach hinten, dass ich das einfach nicht immer hören muss, noch neben deinen Geräuschen, wenn ich nachts schlafe, das ist ja fürchterlich. Guck mal da hinten auf diesen kleinen Vorsprung da hinten. Ja. Ja, da drauf. Fang schon mal an, ich baue hier den Scheiß ab. Nur ein nutzloses Schwein. Gut, ich habe jetzt 11 Obsidian ohne... Obsidian ohne das, was ich jetzt hier gerade noch abbaue. Das ist also auf jeden Fall ausreichend. Alter. Schweine sind nicht gut in Geometrie. Nee, scheinbar nicht. Aber in Astrophysik. Ja. Oh, hier unten steht ein Skelett. Ey, Jens, ich habe jetzt noch nicht mal wieder das Original Minecraft Texture Pack gespielt. Es ist einfach. Es ist. Ich kann nicht mehr zurück nach dem BD-Craft Pack. Das ist einfach zu gut. Mhm. Ich finde das BD-Craft Pack total klasse. Das macht. Das, da habe ich mich ein bisschen rein verliebt so. Was ist eigentlich mit den Bäumen da hinten los? Wie hast du dich gepflanzt? Hä? Der Baum da hinten. Ein Schwänzchen. Was für ein Baum. Der ist so von alleine gewachsen. Wow. Wahrscheinlich. Mir mal das, ist es nicht so, dass Saplinge sich selber pflanzen können auch? Was willst du? Das Obsidian. Ich glaube ja, aber das habe ich auch noch nicht erlebt, dass sie so groß werden. Alter, du hast... Ja, tut mir leid, sei still. Kennst There's du... There's a party over here. Weg da. Ich mach das weg jetzt erst. Kennst du A Glorious Dawn? Was? A Glorious Dawn mit Carl Sagan. Carl Sagan? Du bist doch Wissenschaftler, du musst das doch wissen. Carl Sagan ist doch dieser, ist das ein Physiker oder sowas? Ja, war Astrophysiker. Ja, ne? Boah, ich bin gut. Ja. Ich weiß nur nicht mehr, was der gemacht hatte. Der hat viele coole Bildungsvideos gemacht für den normalen amerikanischen. Ja, für den normalen amerikanischen Pöbel. Der war so der amerikanische Lash, weißt du? Ah. Und da gibt's. Für den normalen Pöbel, sagt das Schwein. Ja. Oh. In was für einer Welt leben wir? Lumpenproletarier, hol mal Flintenstiel. Mach doch selber dein Flintenstiel, du Sozialist. Und da gehört's mir auch. Das ist dann unser Flintenstiel. Und ich benutze es dann mehr als du. Und, Sozialismus geht in beide Richtungen, Simon. Nein. Außerdem haben wir keinen Flint. Nur in deiner Fantasie. Wir haben aber Gravel hier. Ein Block Gravel, den baue ich jetzt hier 500 Mal ab. Und dann wie damals in der DDR. In der DDR. Hör mal bitte auf, hier so ein Mist zu labern, ja?